Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Unser Nomad gerade langsam abhaut. Wir wollen uns erstmal mit dem Schnapshändler hier irgendwie unterhalten. Da müssen wir einfach die Straße lang da hinten einfach über diesen Hügel drüber brettern einmal. Zwischendurch hier vielleicht noch ein paar Leute überfahren, mal gucken. Es sollte nicht allzu schwierig sein, da hinzukommen, zumindest. Was uns da erwartet, dann. Pathfinder, Keine this Ahnung. area can be mined for resources. You can Ja, extract das ist minerals schön. via your mining interface. Ah. Kleines, verlassenes Shuttle. Hallöchen. Wie geht's denn immer? Das müsste dann wohl Set sein. Fresh batch of Kadara's infamous homebrewed ale. Pathfinder, Cash's assistant asked you to secure some of that. Deswegen sind wir ja hier. Zufall. What'll it be? Bottle of your hardest stuff. This is for Superintendent Cash. Make it six. Geil. So, wir haben Stufe 4 erreicht. Was? Stufe 40, natürlich. Stufe 4. Ja, nee, heute nicht. So, das Bier hätten wir also. Und dann haben wir jetzt noch den Showdown mit Sloan. Da müssen wir mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Am besten auch wieder querfeldein. Bestimme ich jetzt einfach. Keine Ahnung, ob wir hier über diesen Sattel drüber kommen. Ich vermute, wir werden hier diesen Weg benutzen müssen, um in die Höhle reinzukommen oder was auch immer. Aber ich bin natürlich durchaus gewillt, es drauf ankommen zu lassen. Heads up. Those exiles won't be on our side. Ich häng fest. Ja, da diesen Sattel würde ich halt so gerne hoch. Mal sehen, ob das gelingt. Wie gesagt, wir dürfen nicht stehen bleiben. Dann ist alles gut. So steil ist es hier zum Glück nicht. Von diesem kleinen Stein hier, der überwinterst no, absieht. Oh, das hat doch super funktioniert. Überraschend gut sogar. Hier besorgt, Sloan getroffen. Ach, guck mal hier. Iridium. Ha, ablenken lassen. Das ist so geil. Rennt so auf sie zu und dann so, oh, George Clooney, Iridium meine ich. Took your sweet time. Klar. Come on, let's get this over with. Ja, okay. I'm with you. So, jetzt wird's spannend. You look like you're waiting for someone. Er ist es. Es war ja so klar. I'm here for the charlatan, not some third-rate smuggler. They're one and the same. Surprise. This whole time you've been lying to me. Not about everything. You know who I really am. You said you wanted to settle things. How? A duel. You and me, right now. Winner takes Kadara Port. You want to avoid war by shooting each other? Two people shooting each other is better than a lot of people shooting each other. I'll take those terms. Krasser Scheiß. Scott, geh mal da weg, Junge.
sniper. His sights are set on Sloan. Sniper! Damn it! Cover me! Shoot him! Schießen natürlich nicht auf ihn. What the hell was that? He was unarmed. He's got nowhere to hide. My people will find him, then his head goes on a spike. Ach. No. No more heads on spikes, no more public executions. Not even out of the fucking cave, and you're making demands. You're alive because of me. It's time you start playing nice. I'll never trust Tan or the Initiative. But you're out of the doghouse. Oh, danke schön. So, der Konflikt kann weitergehen. Jetzt sollen wir nochmal mit Sloan sprechen. Ja, wir haben ja das Leben gerettet. Die Drecksarbeit haben wir ihr nicht abgenommen. Ich denke, das ist okay. Schöne Aussicht hat man von hier. Schön. Toll, freue ich mich. Ungenutzte Fähigkeitspunkte, ja, ja, ich weiß, bla bla. So, hat er wirklich versucht, sie hier mit einem Scharfschützen zu erledigen? Ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Das ist natürlich ganz dreckig, das können wir mal nicht zulassen. Aber irgendwie, ne, man konnte das schon so ein bisschen ahnen, dass er das vielleicht ist. Die Tarnung war einfach zu gut. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Ja, mit dem Scharfschützen. Dieser alte Halunke. Dabei hätte es so ein schönes Duell werden können. Aber klar, ne? War schon merkwürdig. Warum lässt er sich auf ein Duell ein? Was für ihn natürlich auch super gefährlich ist. Gerade weil Sloan ja relativ gut ausgebildet ist. So, was haben wir jetzt? Benders Verbindung nach Kadara untersuchen. Okay, ja. Das sollten wir mal untersuchen auf jeden Fall. Das war jetzt doch ein bisschen schneller vorbei, als ich dachte. Ich hätte schon angenommen, dass wir ein bisschen länger für brauchen, um das irgendwie beizulegen. Aber ich meine, beigelegt ist es natürlich nicht. Wir haben Sloan ihren Hals gerettet, das ist okay, finde ich. Alles andere wäre ein Bonus gewesen, der nicht zu unserer Abmachung gehört hat. This is the location from the Splendor Bit Pathfinder. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der wäre ein Haus gewesen. Und prompt taucht da vorne ein Haus auf. Anti-vehicular mines ahead. It's best to proceed on foot. Outlaws. Maybe friends of Spender. Ah, this is gonna be fun. Oh, was haben die denn Hübsches dabei? Ups. Jetzt sind 200 Meter. Das habe ich gar nichts. Also ich wollte mal gucken, kann man die Minen hier irgendwie aufspüren? Nein, scheinbar nicht.
So, folgt mir, treue Gefährten. Uh-oh, we got company! That's not company! That's the Pathfinder! Spender must have blabbed! Let's get out of here! Quick, get on the shuttle! Nein! Hurry up! What the... No, wait! Don't leave us! The bastard left us! Of course he did! Okay, jetzt ist weggerannt. The shuttle left without them. What the hell do we do now? I guess we fight. Warum? Wir können alle Freunde sein. Oh, da hatten wir, alles klar. Drack erledigt? Nee. Drack lebt noch. Ah, jetzt still. Na toll. Jetzt haben wir alle Zeugen erstmal beseitigt. Oh, ein Anarchist. Das wird die Apex-Leute bestimmt voll interessieren. Wellenhelm, Scharfschütze 5, tragen wir schon. So, Spender ist uns also entkommen. Weil wir das Shuttle nicht aufhalten konnten. 45 Credits und ein paar Schuppenfasern. Wow! Richtigen Schatz gefunden hier. Achso, da kommt man auch noch mal hoch. Das sieht so aus wie das Ding, wo wir die Frau aus den Händen der Gladiatoren, hätte ich meine gesagt, der Kannibalen befreit haben. So, ein kleines Terminal haben wir hier. Schauen wir uns natürlich an. Lieferung 3491, Status erhalten, Kunde Spender, Empfänger Aruan, Inhalt 2 Kisten mit medizinischen Vorräten, 5 Verpflegungsfristen, Karte der kurganischen Kolonien, Mantis 2 Predator, 6 Granaten. This must be a rendezvous point for these exiles. Remote enough. Great spot for Spender to do some dirty work. Well out of Tan's jurisdiction. So, Lieferung 3461 erhalten von Reyes. Okay, Munitionslieferung. Kunde verborgen. 5 Datenscrambler, Luxusmodell, kann Daten speichern und scramblen. Versendet an Umi. 5 Rinkohl, 10 Whisky, 12 Wodka, Äther. An Eskal. Inhalt, Stimulantien, Medigel, Beruhigungsmittel, Ether. Interesting. Ups. Oh, hier können wir direkt rein. So, einmal auftanken.
Da liegt ein Datenpad, hier ist ein Behälter. Eine Datenspur an William Spender von Verborgen. Uhuhu. Hallo Spender, wir haben Ihre Vorräte erhalten, aber ich weiß nicht, wie wir damit weiteren Druck auf die Krogane ausüben sollen. Es ist nur die Hälfte von dem, was Sie zugesagt hatten. Sollen wir Sie etwa mit Essensrationen bewerfen? Ich habe langsam den Eindruck, es war keine gute Idee, Ihnen zu vertrauen. Haben Sie überhaupt den Scrambler benutzt, den ich Ihnen gegeben habe? Ich wette, er liegt irgendwo in Ihrem Quartier herum. Sie haben einen Titel, das bedeutet Macht, setzen Sie sie ein. Aruan. Wer ist denn Aruan? So Spender's been sneaking goods from the Nexus to these exiles. Why? This Arome seems concerned about something hidden in Spender's apartment on the Nexus. Arome, I've tangled with that crook before. What's he doing with Spender? The datapad mentions a scrambler, which would explain the state of the file in the security archives. I highly recommend finding it. So, find the scrambler, nail Spender. Check. Ja. Das hört sich ja easy an. So, haben wir hier noch irgendwas zu tun? Dazu müssen wir erstmal zu einer Forschungsstation. Und die befindet sich in Kadara Port. Da müssen wir sowieso nochmal hin, um mit Sloan zu reden. Und was wollten wir noch hier machen? Mit Sloan reden und die Forschungsstation und Dinge? Wollten wir noch andere Dinge hier tun? So, mal sehen, ob die jetzt hier alle freundlicher zu uns sind. Okay. Ich frage mich, ob wir nicht Dings hätten erschießen sollen. Aber erschien mir in dem Moment nicht richtig. Also so überhaupt nicht richtig. Klasse Aufzug. Und mit Dings meine ich natürlich Reyes. Naja, das werden wir vielleicht irgendwann mal rausfinden, wie das Ganze. So, Forschungszentrum. Jetzt bauen wir hier noch schnell dieses Ding. Blub, 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 blub. Kybernetische Implantate. Dieses Gerät und die dazugehörige Software kompensieren den Schaden an Alan Nyes Wirbelsäulenimplantaten, so dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Aluminium, Iridium, richtig billig. Zeit und Ressourcen, hat Sam gesagt, kostet das. Als wenn. Sehr schön. Könnten wir auch direkt nochmal bauen. Aber ich glaube, nochmal brauchen wir nicht. So, dann gucken wir mal hier. Ja, mit Sloan reden. Das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Für heute war es das leider schon wieder, Jungs und Mädels. Wunderschöne Lichtstimmung hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.